Aber ich sage dir mit dem Lotto, ich glaube da nicht mehr dran. Ich glaube da, gut, ich meine, klar, kann nicht jeder gewinnen, das ist richtig, ne? Aber ich. Es müsste gerechter verteilt sein. Man selber müsste auch mal dran sein. Naja, ja gut, das sagen sie ja alle. Irgendwie in einer Weise wollen wir alle mal dran sein, ne? Das ist schon richtig. Aber wie gesagt, es wird zu viel gemauschelt, weißt du? Es wird in dieser Welt, du, ich will ja was sagen, in jedem Kanakerland, ne? In jedem Kanakerland wussten wir, dass sie mauscheln und machen und tun. Aber jetzt stell dir mal vor, nehmen wir mal Länder, so südliche Länder, also nicht Italien oder so, aber mal so Südamerika-Länder oder irgendwo an. Zum Beispiel Polizisten, ja? Die verdienen da nicht viel, verstehst du? Und wie bessern sie ihre Kasse auf? Die machen Kontrollen und wenn du was getrunken hast, ja, und hast den kleinen Schein im Führerschein, ne? Der geht dann hier rein, dann fährst du weiter. Das machen die mit Absicht, weißt du das? Und so bessern die ihr Gehalt auf. Das machen die aber auch in Italien. Das machen sie auch in der Türkei. Das machen sie Ja, aber. siehst du, es geht, so wird das Gehalt Nee, aufgebessert. wahrscheinlich wird es dann Das auch. sind aber die kleinen Betrüger, die gab es schon immer und die wird es immer geben. Die machen das ja auch aus Not oder Zwang raus irgendwie, ne? Aber diese großen Bescheißer, unsere lieben Freunde, weißt du, die Manager, die uns bescheißen, die ihre Millionenabfindung kriegen, die nichts für dieses Land tun, für diesen Staat. Und dann, oh, das reden wir jetzt mal. Wie sind die alle eigentlich reich geworden, weißt du das? Durch die Arbeiterschaft, oder nicht? Durch die Gemeinschaft, die Arbeiter in dem Werk. Guck Siemens an, ja? Entlassen kurz vor Weihnachten die Leute. Da kennen die gar nichts da oben, weil die Dividende nicht stimmt oder, ne, oder irgend sowas. Knallhart machen die alles dicht. Die haben überhaupt kein Gefühl für ihre Mitmenschen. Verstehst du? Die haben kein Gefühl für ihre Mitmenschen. Nein. Und jetzt frage ich dich, die Typen, die jetzt sowieso schon so reich sind, bringen ihr Geld nach Panama oder auf die Cayman Islands. Was machen die damit? Kannst du mir das mal sagen? Weißt du, was ich glaube? Die gehen ins Internet, gucken sich ihren Kontostand an und holen sich einen runter dabei, oder wie? Ja. Aber dass sie nur Wobei durch. das wächst dann ja auch. Ja, aber dass sie nur durch diese Belegschaft, die sich da wirklich in Schichtdiensten, Scheißarbeit, den Arsch aufreißt, damit sie ihr Happy Puppy sich kaufen können, das interessiert die alles gar nicht. Das ist diese Gier, die hasse ich, weißt du das? Und wer solche Pisse mit solcher Partei wählt, der ist selber daran schuld. Naja, die werden sich aber sagen. Was? Durch mich, also durch meine Ideen und Kreativität und mein Verhandlungsgeschick sind wir so weit, dass ich die Arbeiter, wie Na du sie gut, nennst, okay, überhaupt da. einstellen konnte. Moment, richtig? Oder es so gewachsen Ja, ist. ist ja gut so, aber da verdient er ja auch, auch mehr dafür, oder nicht? Aber dieser Vergleich, der ist doch nicht normal, oder? Die einen verdienen Millionen. Der größte Flachs war doch der die Air Berlin retten sollte, weißt du? Der kriegt vorweg 4,5 Millionen. Da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht, denn der kam von der Lufthansa. Der wird doch nie sehen, dass die Air Berlin wieder auf die Hufe kam. Die wollten sie doch tot machen, weil sie billig kaufen wollten. Das ist es nämlich. Und genauso die Niki, die jetzt wieder auch kurz pleite ist oder Insolvenz angemeldet hat, ne? Das wussten die doch auch alles vorher. Das wussten die alles schon. Ich sag dir, solche Leute haben in der Schublade alles schon liegen. Ja, aber die behandeln Abgestempelt. natürlich auch. Es ist natürlich so, dass sie schon versuchen, glaube ich, die Unternehmen oder in dem Fall Fluggesellschaft zu retten. Und ich schätze mal, die werden schon verhandeln, 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 bevor das überhaupt an die Öffentlichkeit kommt. Da wird So. gar nichts gemacht. Ja, verhandeln unter sich werden Ja, natürlich, nicht in der Öffentlichkeit. Wusstest du eigentlich, was ich mal so in Erfahrung gebracht habe, dass diese ganzen Manager, weißt du, wo die studieren? In Darmstadt. Und die haben einen Kodex, dass sie sich ihr Leben lang gegenseitig helfen. Also, Darmstadt? in Darmstadt, ja. Und dass sie ihr Leben lang sich gegenseitig helfen. Weißt du, so eine Freimaurerklicke, so ein bisschen, ne? So, und da wird der eine dem anderen nie die Augen aushacken. Verstehst du? Da kommt wieder die Geschichte, die wir in einer Sendung hatten, wo ich sagte, die Krone der Baum, ne?
Und wieso studieren die in Darmstadt? Na, das weiß ich doch nicht, warum die da studieren. Ich weiß, dass sie da studieren. Und diesen Kodex haben die. Und deswegen werden die sich immer die Löhne und Gehälter so ausrechnen, wie sie das wollen. Die interessiert doch das Volk nicht unten. Die Straßen, die Schulen, das dürfen wir alles bezahlen. Ja? Damit, glaubst du, damit du sie mit ihren Bentleys und Rolls-Royce gemütlich über Straßen fahren, an denen sie gar keinen bezahlmäßig gar keinen Anteil hatten. Verstehst du? Glaubst du denn, dass du dir darüber Gedanken machen würdest, wenn du in der Position wärst? Sondern ich auch mit ich, dir selber beschäftigt wärst? Nein, Moment, wärst, Moment. Ich bin, Geld nein, nein, Nicole, das stimmt nicht. Ich will ja ganz ehrlich sagen, ein bisschen Geld zu haben, um ein bisschen reich zu sein, ist ein schönes Gefühl, ein sicheres Gefühl. Aber ich muss auch ein bisschen an meine Mitmenschen denken. Und ich kann nicht Millionen nach Jamaika bringen, die ich mir hier irgendwie durch die Arbeiterschaft zugelegt habe und sehe im Fernsehen Typen in der Suppenküche, die nichts zu fressen haben, weil das Leben an ihnen irgendwie vorbeigegangen ist und gar nie eine Chance hatten. Siehe den Ast, ne? Den Stamm. Nein, wer so abgewichst ist, weißt du, was ich machen würde für solche Typen? Die das, wenn das aufgedeckt würde, dass die Steuer hinterziehen wie die Teufel und so weiter, deutsche Staatsangehörigkeit machen, verstehst du, freiwillig, weg, wollen wir nicht mehr haben. Entweder sind wir eine Solidargemeinschaft in unserem Land und jeder packt mit an. Bisschen Betrug, was ich sagte, mal eine Steuer hinterziehen für 3,50 Mark, das macht jeder. Das ist so ein alt, schon ein kleines Kavaliersdelikt, aber doch nicht in der Größenordnung, wie die das machen. Ne? Und dann hier alles ausnutzen. Nein, 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 nein. So, das ist nicht das die ist Welt. Das ist die Gier, ne? Die Gier. Einfach immer mehr ja, haben wollen. Und die Gier, das ist das. Du kannst jeden Menschen betrügen mit der Gier. Das siehst du in jeder Reklame. Geh doch mal ins Internet. Sie haben gewonnen. Sie haben das. Ne? Klick's an. Oh, ich bin auserwählt als Hunderttausendster. Ne? So doof. Ja, auf solche Dinger, das ist die Gier. Da fallen die Leute rein. Das musst du wegklicken, das ist alles scheiße. Das letzte Mal, wo du was geschenkt gekriegt hast, das war von Oma und Opa oder von deinem Mann zu Weihnachten oder Geburtstag. Den Rest, was die dir anbieten, ist nur Abzocke. Oh, das macht mich wütend, weißt du das? Nein, das müssen auch die Dümmsten merken. Oder sagen wir mal so, es merken ja schon viele, dass, wie sie abgezockt werden, wie wir abgezockt werden in der Beziehung von diesen Typen. Ne? Die sich bereichern an den. Und dann diese Abgewichstheit. Jetzt vor Weihnachten, ne? Siemens will entlassen. Hier, wie heißt du? Naja, hier, die ganzen Fluggesellschaften, ne? Das kannst du doch alles in der Pfeife rauchen. Das ist doch, du brauchst kein Weihnachtsgeld zahlen und nichts. Und es ist nur. Ich meine, normalerweise. Meinst du, sie machen das, damit die Leute. Da brauchen sie nichts bezahlen. Wir sind Insolvenz, also brauchen kein Weihnachtsgeld zahlen. Dann brauchen wir nicht für 1000 Leute Weihnachtsgeld zahlen. Die Millionen können wir sparen. Oder als Abfindung für den Manager. Oder so, ja. Na, die kriegen. Die kriegen. Die Abfindung für Manager, die kriegen. Weil die Jungs haben doch ganz andere Verträge. Ja, aber es war doch eigentlich schon immer so. Das ist doch jetzt nicht. Ja, genau so. Nicht immer. Nicht immer. Es gab in Deutschland anständige Firmen. Gab es. Das sind diese alten, alten Firmen. Das sind aber meistens dann inhabergeführte Unternehmen und nicht so große Konzerne. Früher bei Krupp oder Thyssen oder wie die alle hießen, wenn die von der Arbeit gegangen sind und da lag ein Stück Papier auf dem Boden, da hat der Arbeiter das aufgehoben und in den Papierkorb geschmissen. Heißt, er hat sich solidarisch mit seiner Firma gestellt. In Hamburg Blum und Voss. Das sind alteingesessene Leute, die 100 Jahre da sind. Ne? Die haben für ihren Blumen und Voss gelebt. Ja? Und so weiter. Und die werden nur noch in den Arsch getreten. Die werden nur noch in den Arsch getreten. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Und weißt du, ich sagte ja, Staatsbürgerschaft aberkennen und vogelfrei das Volk. Sollen sie mit ihren Millionen in Panama bleiben oder sonst wo. Aber nicht mehr in unser Land. Hier nicht mehr rein. Wenn sie uns bescheißen, dann sollen sie sich selbst da einen Knebel vorsetzen. Nee, nee, so geht das nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Manager. Ha. Gut. Gut, wir wollen jetzt. Ich habe mich jetzt in Rage geredet. Ne?
Es wird auch ein paar Anständige noch darunter geben, Gott sei Dank, vielleicht. Ne? Ich weiß es nicht, ich kenne jetzt keine. Weil ich naja, wird es überall wird irgendwo ein paar Leute, es gab ja auch schon mal irgendeinen, wer war das, der hat seine Leute alle mit Inhaber sein lassen der Firma. Und, verstehst du, der hat es ganz sozial gemacht. Naja, es gibt auch genug Leute, die viel Geld haben und viel spenden. Also ich sage ja, es gibt immer noch solche. Weißt du, wer spendet, dann geh doch mal hin. Jetzt haben sie doch wieder diese Spendenaktion da im NDR gemacht haben. Ne? Herz für Kinder, oder? Ja, genau. Dann wird ja mal eingespendet. Wer ist das? Lieschen Müller 50 Euro, Otto Meier 30 Euro. Gut. Die Masse, wer ist es? Aber das Volk. Das Volk spendet ja, fürs Volk. Aber ich glaube schon, aber da kommt, ja gut, dann kommt mal vielleicht ein RTL, da haben wir ein bisschen Überschuss und hauen dann mal 100.000 rein. Ich meine, abgesehen davon, dass, aber diese Leute, die da Milliarden scheffeln, ja? Hallo? Ja, man weiß trotzdem nicht, ob die nicht auch irgendwas Gemeinnütziges machen. Mhm. Gesaufen gemeinnützig. Gesaufen gemeinnützig und nur vom Feinsten. Sehr negativ. Ich, da kann ich auch negativ werden. Weil, weißt du, ich habe immer gedacht, Deutschland ist Beamtenstaat und korrekt alles hier. Ne? Scheiße. Früher ja, heute nicht mehr. Heute und dann vor allen Dingen, die Frechheit ist es, so dumm sind wir ja auch nicht mehr durch die Medien jetzt. Ja? Und so dumm sind wir nicht mehr. Also wir kriegen ja auch was mit. Auch selbst der Dümmste kriegt ja schon mal hier langsam was mit. Und muss sich mal Gedanken machen. Ne? Das ist aber auch durch Internet, Medien, etc. kriegt man viel mehr mit. Ja, eben nicht. Und seitdem weißt du, ja, und seitdem weißt du, wie die uns bescheißen. Ja, seitdem weißt du es doch erst. Ja, und? Kannst du aber nichts dran ändern. Was willst du jetzt machen? Ja, dich aufregen. Ja, du siehst das doch, die FDJ-Sekretärin, verstehst du, die früher im Osten groß geworden ist, jetzt anfängt vom Kapitalismus-Nektar zu schlürfen. Was macht die denn noch? Die hat es noch nicht mal nötig gehabt, den Leuten am Breitscheidplatz, verstehst du, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Jetzt nach einem Jahr Schreiben und hin und her, entschuldige meine Stimme, ich reg mich aber auf, hin und her, ja, bemüht sie sich mal, da die Leute zu empfangen. Ich meine, hallo, was ist das denn für eine Nummer? Das ist eine sozialistisch geprägte Frau. Wo hatten die den Sozialismus gelernt? Bestimmt nicht in der DDR, da waren die anders. Den hat sie vergessen. Ja, ich sag ja, vom Nektar geschlürft, ne? Vom Kapitalismus. Ne? So ein, hallo, ne? Kommt alle rein. Ne? So was klärt man vorher ab, wenn man ein bisschen was in der Birne hat. Hallo, hier stehen 5 Millionen Leute vor der Tür, wie können wir die verteilen? So macht man das, aber nicht kommt alle rein und noch ein Handy und noch... Ne? Kann man nicht angehen. Weißt du, wenn das so weitergeht, dann gibt es die Tagesschau, die nächsten Arabisch und deutsche Untertitel. Ne? Ja, du lachst, aber so wird es ja kommen. Ja, meine Heimat, das wird immer schlimmer hier. Wird auch immer schlimmer. Und dann gibt es bei den Flüchtlingen, ne? Nicole, wir wollen nochmal ganz ehrlich sein. Wenn einer seine ganze Familie herum will, wofür die ja sind, die Grünen oder was weiß ich, da kommen dann, was weiß ich, vielleicht 3 Kinder oder 2, dann kommt die Oma und der Opa. Was sind das? Selbst ein Vater von dem, der über 40 ist, der wird hier nie einen Job kriegen. Du kriegst ja heute schon als Deutscher keinen Job mehr, wenn du über 40 bist, so ungefähr über 50 oder was. Also, was wird das denn? Das wird ein Sozialfall, oder nicht? Also kriegt der Hartz IV. Also kriegt er Geld von uns aus der Masse. Die das Volk, jetzt kommen wir wieder dazu, angespart hat, oder nicht? So, okay, wir sind gerne bereit, Leute aufzunehmen, ihnen zu helfen, Essen und Trinken und was zu geben. Aber es kann doch nicht sein, dass sie hier alle einwandern wollen auf einmal. Die Nummer ziehe ich mir nicht an. Und auch wenn ich jetzt ausländerfeindlich bin, ja, in der Beziehung oder wirke, ich bin nicht Ausländer, ich bin Kosmopolit. Ich bin durch die Seefahrt immer mit allen Menschen zusammengekommen. Aber
die Sache als solches, das war damals, wie die Jugos in Jugoslawien der Krieg war, die sind ja auch alle wieder zurückgegangen. Ne? So, und jetzt wird es auch langsam Zeit, dass die jungen Bengels, die hier rumgammeln, auch mal langsam wieder zurückgehen und ihr Land mal wieder aufbauen. Ja? Die Deutschen haben nach dem Krieg auch ihr Land aufgebaut. Ja? Und? Ist das was anderes gewesen? Nö, es ist nichts anderes gewesen, aber auf der anderen Seite würdest du jetzt zurückgehen wollen? Oh, na, was ich will, ist ganz was anderes. Naja, aber so... Moment. Mein Vater oder Großvater, der hat Deutschland aufgebaut, damit es mir gut geht. Ja? Und wir Deutsche, wir müssen unser Gutgehen erhalten, damit es unseren Kindern gut geht. Und wenn wir jetzt Millionen Leute hier reinlassen, die also quasi nur aus diesem sozialen Netz leben, die paar, die dann Arbeit haben, okay, die werden das aber alles nicht wuppen mit ihrer Familie, das ist schon schlimm. Und dann gibt es natürlich auch wieder Fälle, habe ich letztens gehört, so ein Afghaner, der hat hier studiert, spricht Deutsch, alles wunderbar, Flüchtling, ne? Den wollen sie jetzt ausweisen. So irre, dass es da für Amtsleute gibt, die sowas entscheiden, die erforschen die Hintergründe nicht. Nein, das glaube ich auch. Können sie ja auch bei der Masse gar nicht, sondern die können ja einfach nur nach den Fakten gehen. Denen geht es nicht um menschliche oder um irgendwelche, was jetzt irgendwie, sondern rein die Fakten zählen. Ja, ist richtig. So, und danach wird entschieden und fertig. Ich meine, du kannst dich natürlich auch schwer jetzt mit jedem auseinandersetzen. Bei der Masse, da haben sie gar keine Leute für. Da haben sie gar keine Leute siehst du. Also, und dann trifft es eben halt oftmals auch. Ja, gut, also sagst du, wo Schwund ist, da. Ne? Ja, das ist ja leider gar nicht so. Aber wonach willst du jetzt gehen? Ist so. Aber wie gesagt, also wir können nicht hier noch, was weiß ich, wie viel. Deutschland hat 9000 Flüchtlinge, ne? Frankreich 4000 etwas, also so ein Ding. Und die anderen 12, 2, 3. Polen, Ungarn, Nente. So, was ist das denn für eine Gemeinschaft? Das ist ja auch scheiße. Was ist das denn für eine EU-Solidargemeinschaft? Verstehst du? Dann müssen sie doch alle Leute hier so ein bisschen aufteilen, ne? So, rein prozentual. Machen sie nicht. Nein, und der Deutsche, Hansel, dem es ja anscheinend so gut geht, mit 2,5 Millionen Arbeitslose, die getürkt sind, weil es sind 7 Millionen. Was wird uns denn hier in die Augen geschaut? Ich meine, das ist nur öffentlich, das weiß jedes Arschloch bald, wie viele Arbeitslose wir sind und wie viel Armut es in unserem Land gibt. Ja, das wird ja immer verschwiegen. Ja, warum wird denn das verschwiegen? Und warum machen die Medien da denn nichts gegen? Das frage ich mich auch immer. Allein wie viele Kinder auch in Deutschland hungern müssen, etc. Ja. Ich frage mich das auch immer, warum darüber nie berichtet wird. Nicole, warum ich kann... Es wird ja wirklich mehr, also ich meine, ich bin ja nun sehr für Tierschutz, aber es wird mehr über, auch im Ausland, Rumänien etc., es geht immer um die armen Tiere, aber ich möchte nicht wissen, wie viele arme Kinder es da gibt. Aber hallo. Wo ich mich auch immer irgendwie frage, ich weiß auch nicht, warum da... Naja, Moment. Wird, keine Ahnung. Ich weiß okay, nicht. Okay. Das Armut gibt es auf der ganzen Welt. Gut, okay. Ein afrikanisches Kind wohnt eben in der Lehmhütte, das kennt es aber nicht anders. Wir haben hier Bauernhöfe, da sind wir groß geworden. Ja? Das ist der Lebensstil da. Nur, ich meine, das ist jetzt ein bisschen sehr herangeholt, ne? Aber ich kann doch erst geben, wenn ich meinen Haushalt in Ordnung habe. Ja, ja. Wenn hier alles perfekt ist und das läuft alles wunderbar, dann bin ich gerne bereit. Denn das hat die Gemeinschaft aufgebaut. Wir müssen uns auf die Gemeinschaft beziehen. Ah ja, aber darüber wird ja nicht berichtet. Nein. Ist immer mal so ein Bericht irgendwo, was weiß ich, mal eine halbe Stunde, Brennpunkt, schieß mich tot, keine Ahnung, wie sie heißen, wo dann darüber mal berichtet wird, wie es in deutschen Familien geht, die nicht zu essen haben oder Esszimmer oder ihr Wohnzimmer verpfänden, um überhaupt noch Essen kaufen. So, aber dann kannst du doch solche Parteien, die wir haben, nicht wählen. Das, hör mal zu, das ist ein Unding. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin politisch, ich rege mich auf über die Zustände, ja. Aber politisch bin ich eigentlich nicht so versiert, ne? Aber wenn ich mir die ganzen Wahlprogramme angucke von allen Parteien, dann bleibt für mich nur übrig, da kann ich nur die Linken wählen. Weil die haben das Programm, dass sie wirklich was fürs Volk, dass die endlich mal ihre scheiß Steuern bezahlen und. Und wenn alle Millionäre, die hier durch die Arbeiterschaft reich geworden sind, ihre Steuern bezahlen würden, ja, dann würde auch diese Armut in diesen unteren Kasten nicht sein. Aber das interessiert die Menschen doch gar nicht.
Und guck doch, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber guck doch Amerika an. Denen geht das doch genauso. Und die Hälfte der Amerikaner in den niedrigen Einkommen, die sind alle vollgepenkt mit, was weiß ich, was sie kriegen. Crystal Meth ohne Ende. Damit sie das Elend alles nicht mitkriegen. Und das kommt hier auch. Pass mal auf. Hier geht es auch denn los. Und wie es geht, ist ja schon los. Nur das wird auch verschwiegen. Hier wird ja alles verschwiegen. Hier ist ja keiner, weißt du, der mal zu der Bundeskanzlerin geht, was halten Sie denn davon? Da gibt es einen Reporter, der so ein bisschen kernig ist, das ist der Walde. Der fragt auch mal ein bisschen hinterher, ne? Aber die anderen, die labern nur alles nach. Ich glaube, die sind alle froh, dass sie einen Job haben und nicht gekündigt sind. Also so kommt mir das vor. Die haben Angst. In Russland gab es ja mal so einen Typ, der ist ja mit in die Juma rein da und hat direkt, ne, den wollten sie schon erschießen, ne? Der hat direkt in der Verhandlung mit Mikrofon und Kamera und hat gefragt und hat angeprangert, ne, was ihm nicht passt. Das war ein geiler Typ und sowas gibt es hier auch nicht. Gibt's denn? Das machen wir mal in Mexiko. Ja. Ja. Hier mit ihm da. Wo ist denn der? Der ist schon wieder. Hat sich schlafen gelegt. Schlafen gelegt, weil hier kann unser Gelaber nicht hören, ne?